Moin, hier ist Chris, Viktoria Pater Spiele. Und wir sind jetzt hier auf den Bremer Spieltagen. Und ich sitze hier mit Thomas Nielsen und der erklärt uns Herwehen. Ne? Ist richtig ausgesprochen? Genau, ja, super. Okay, das ist, sieht auf jeden Fall total interessant aus. Dann würde ich sagen, fängst du an? Ich starte erstmal mit dem historischen Hintergrund von dem Spiel. Also, wir befinden uns so im späten Mittelalter ungefähr und wir befinden uns auf dem Ochsenweg. Dieser Ochsenweg verbindet Dänemark und Deutschland miteinander und auf diesem Ochsenweg wurde damals ganz viel gehandelt. Verschiedene Waren wurden von den einzelnen Orten in andere Orte einfach verfrachtet. Ja. Genau, und deswegen haben wir hier oben einmal Dänemark zu sehen und da unten Deutschland zu sehen. Jeder von uns startet in einem Ort, dieser ist oben links auf dem Tableau abgebildet. Also ich starte zum Beispiel in Husum. Jeder hat ein Haus und dieses kann man schon mal hier hinstellen. Hier starte ich in Schleswig, das hier. So, genau, das Haus kommt oben hin und der Pöppel kommt auf den. Achso, auf das. Da. Das, das ja. Okay, ja? Genau. Genau. Also, der Pöppel ist quasi unsere Figur, mit dem wir über den Spielplan reisen und irgendwo Waren kaufen und wieder verkaufen. Wir haben, jeder Ort hat eine Ware abgebildet. Bei Husum zum Beispiel ist es der Fisch. Das heißt, in der Einkommensphase bekomme ich immer einen Fisch am Anfang jeder Runde. Ich kann dort aber auch, wenn ich in Husum stehe, mir einen Fisch kaufen. Es gibt in dem Spiel zwei verschiedene Waren. Es gibt einmal die dänische Krone und die deutsche Mark. Die deutsche Mark bestimmt den Preis in Deutschland und die dänische Krone logischerweise den Kurs in Deutschland. Ich könnte in Husum jetzt für eine Mark einen Fisch kaufen, zum Beispiel. Ich mache das einfach mal so probeweise. Ich habe jetzt mal ein bisschen Geld hier schon, sagen wir mal. Ich gebe eine Krone aus und habe nun den Fisch hier. Ich könnte nun, meine Waren möchte ich natürlich auch irgendwie verkaufen. Ich könnte nun aus dem Warenlager das hier oben auf Husum packen, diese Ware. Jetzt bewege ich mich über den Spielplan mit meiner Figur. Sagen wir mal, ich bewege mich hierhin. Und ich könnte mich dann irgendwann mal entscheiden, sagen, ich möchte aus Husum jetzt auch mal verkaufen. Dann zähle ich die Bewegungsschritte, die ich zurückgelegt habe. Das ist 1, 2, 3, 4. Und das wird plus den aktuellen Kurs genommen. Das heißt 5 und mal der Anzahl der Waren, die ich habe, also mal 1. Das heißt, ich gebe diese Ware ab und bekomme 5 Kronen hier rein. So. So funktioniert im Grunde das Handeln in diesem Spiel. Ich könnte auch Waren, wenn ich die im Warenlager habe, irgendwo hier, auch mich dazu entscheiden, die Waren auszugeben, um bestimmte Sachen zu bauen. Ich könnte zum Beispiel auch versuchen, ein Haus zu bauen, ein weiteres Handelshaus. Das kostet bei meinen zum Beispiel einen Fisch, ein Torf und eine beliebige Ware. Dieser Kasten ist immer eine beliebige Ware. Das gebe ich einfach aus und kann dann dieses Haus errichten, dort wo ich gerade stehe und noch ein Platz frei ist. Das ist ein bisschen begrenzt, aber in dem Fall wäre es noch frei. Ich stelle das hier hin, in Kolding, und habe dann dieses Handelsplättchen Kolding. Das lege ich jetzt hier auf und kann nun ab jetzt auch aus Kolding Sachen verkaufen. Ich könnte jetzt hier, wenn ich in Kolding stehe, da eine Ware rauflegen, wieder rumfahren und wieder aus Kolding verkaufen. Ich könnte auch sagen, ich fahre erstmal nach Husum, lade da was rauf und fahre dann weiter und verkaufe nun aus Kolding und Husum. Ja, so baut man sich so langsam seine Strecken auf. Genau. So. Genau, man hat ein Haus hat man am Anfang schon stehen und drei weitere kann man sich dazu kaufen oder bauen. Die haben immer unterschiedliche Waren, die man ausgeben muss. Ja. Genau. Dann gibt es hier rechts den Hafen. Das ist diese Hütte. Den Hafen darf man natürlich nur an Orten bauen, wo ein Hafensymbol zu sehen ist. Das ist einmal Kopenhagen, Hamburg, Heiterbu und Esberg. Das heißt, ich gebe die Ressourcen ab oder die Waren ab, die ich dort stehen habe, wenn ich da stehe, gebe das ab und baue jetzt meinen Hafen dorthin. Ab sofort darf ich für 3 Bewegungsschritte jeden Hafen bereisen, den ich möchte. Ich kann also von Heiterbu direkt nach Kopenhagen für 3 Bewegungsschritte. Das heißt, ich spare mir den ganzen Landweg. Wenn ich jetzt aber verkaufe, zählt immer der Landweg selber. Das heißt, wenn ich jetzt aus Husum verkaufe, zähle ich nicht den Hafen mit, sondern wirklich den Landweg. Das ist im Grunde wie Schnellreisen.
ich kann jetzt auch von Kopenhagen wieder nach Hamburg fahren, also durch den Schiff, durch die Meereswege. So funktioniert im Grunde der Hafen. Dann gibt es auf dem Tableau drei Pappmarker. Das sind einmal hier unten die Karren. Man darf am Anfang des Spiels maximal 5 Waren in seinem Warenlager haben. Alles, was da drüber ist, geht nicht. Muss man irgendwie durchtauschen, man darf maximal nur 5 haben. Sobald ich meinen ersten Karren gekauft habe, lege ich den beiseite und darf nun 7 Waren hier lagern. Und ich bekomme am Anfang der Runde 5 Bewegungsschritte anstatt 3. Okay. Jeder von uns startet mit 3 Bewegungsschritten. Sobald ich den ersten Karren gebaut habe, bekommt man 5 Bewegungsschritte. Ähnlich funktioniert der zweite Waren, baut man auf. Jetzt darf ich 9 Waren hier reinlagern und habe 7 Bewegungsschritte, also das Maximale. Genau. Dann gibt es hier das Rad. Man darf eigentlich nur eine Ware pro Ort hier drauflegen. Sobald man das Rad gekauft hat, legt man das auch beiseite und darf 2 Waren drauflegen. Sagen wir mal, ich mache das mal mit dem Fisch, habe das Rad gekauft und lege 2 Sachen in Husum hier drauf. So, jetzt fahre ich ein bisschen rum, sagen wir mal, ich bin in Neumünster und verkaufe nun aus Husum. Das wären wieder 1, 2, 3 plus das sind 4, diesmal mal 2, weil ich 2 Waren verkaufe. So, das multipliziert sich so auf und dann bin ich bei 8, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ne? Ja, Geld. Genau. Man kriegt 8 D-Mark natürlich, weil ich da in Deutschland bin. Ne? Okay, das war das Rad. Dann gibt es hier die Mühle. Die Mühle darf nur gebaut werden, wo es ein Mühlensymbol gibt. Das darf auch beim Fremdenhaus sein, das ist im Grunde egal. Das stelle ich dorthin. Und jetzt darf ich Waren veredeln. Waren veredeln bedeutet, ich darf diese beiden Waren mir irgendwie entwickeln. Das heißt, ich gebe Metall, Torf und Holz ab, oder also 2 von diesen beiden, von den 3 Dingern, und bekomme den Baustoff, den hier. Okay. Das gleiche ist mit Getreide und Fisch. Okay, dann bekomme ich das. Wenn ich das abgebe, veredel ich, nehme mir dann ein Plättchen. Dieses lege ich ganz normal in den Warenlager rein. Und veredelte Ware haben 3 Optionen. Die kann man einmal zum Bauen von weiteren Dingen benutzen. Zum Beispiel brauche ich für das Rad veredelte Waren. Sonst kann ich das Rad nicht bauen. Das könnte man einfach abgeben zum Bauen dieses Rades. Ich kann aber auch das ganz normal verkaufen. Dann lege ich das hier in Husum drauf, fahre irgendwo hin, bekomme dann das Geld, was ich hier gemacht habe, und drehe dann diese Ware um, und da ist ein Bonus drauf. Ich darf mir den Bonus natürlich vorher angucken, gucken, ob sich das lohnt. In dem Fall bekomme ich nochmal 6 Geldeinheiten oben drauf. Ja. Der Bonus ist jedes Mal unterschiedlich? Genau, der ist fast jedes Mal unterschiedlich. Da gibt es natürlich auch gleiche, aber... Da gibt es dann den hier nochmal dazu. Genau, da gibt es hier auch 2 Bonuskarten, zu denen komme ich gleich noch. Das sind die hier. Hier bekomme ich nochmal so einen Baustoff, genau, 2 Bonuskarten. Und hier eine Zielkarte, die ich abwerfen darf. Zu denen komme ich auch noch gleich. Genau, das ist im Grunde das, was auf dem Tableau passiert. Veredelte Waren haben noch eine dritte Option. Am Ende des Spiels, wenn man die veredelte Waren hier im Warenlager hat, bekommt man dafür noch Punkte. Und zwar für eine veredelte Ware 2 Punkte, für 2 veredelte Waren unterschiedlicher Art 6 Punkte. Okay. Man kann also auch drauf spielen, die ein bisschen zu sammeln. Dafür gibt es auch noch ein paar Punkte. Okay, das war das. Dann gibt es an den Orten Flensburg und Tondern Bonuskarten zu kaufen. Da kann man keine Waren kaufen, auch keine Waren verkaufen, sondern nur Bonuskarten kaufen. Das sind diese schwarzen Karten. Man gibt eine beliebige Ware aus und eine Mark oder eine Krone, egal was man gerade hat, gibt man aus und nimmt sich eine Bonuskarte von den beiden. Und die Bonuskarten sind folgendermaßen aufgebaut. Oben hat man in der Regel einen Auftrag und unten einen Bonus. Ja. Der Auftrag ist immer irgendwo, gebe eine oder mehr Ware dort ab und erhalte nochmal zusätzlich ein bisschen Geld. Oder ein Bonus. Den Bonus spielt man einfach so aus. Das ist ein so Soforteffekt. Und ist in dem Fall hier, spiele diese Karte beim Bauen aus. Du darfst anstelle von Waren auch Kronen verwenden. Ja, okay. Es muss aber mindestens eine Ware verwendet geworden sein. Man darf nicht komplett alles mit Kronen bezahlen, die Bauaktion. Es gibt verschiedene Boni. In dem Fall ist es kein Auftrag, sondern ein Überfall. Überfall sind immer irgendwelche Interaktionsdinger.
Das heißt, man kann den anderen so ein bisschen was wegnehmen. Genau, hier darf man was aus dem Vorrat rausnehmen, da steht auch immer ganz genau drauf. Mhm. Und hier unten ist ein Bonus, der ein bisschen anders ausfällt. Diesmal kriegt man eine Ware seiner Wahl und eine Bewegung. Okay. Ja. Mhm. Genau, die legen hier immer zwei offen aus. Man dürfte sich auch hier verdeckt eine ziehen. Okay, aber die muss man dann nehmen, ne? Das genau, die muss man nehmen. Nicht mehr zur Auswahl oder so. Genau. Das war das im Grunde. Genau, jetzt kommen wir zu dieser Rundenleiste. Das Spiel geht über 12 Runden und das hier ist der Rundenmarker. Beginnt logischerweise bei Runde 1. Krone und Mark ist auf 1. Es wird immer eine Karte, die in der nächsten Runde dran ist, aufgedeckt. Das heißt, in der zweiten Runde wird er hier weitergestellt, geht die Krone geht auf die 2. Das heißt, ich kann für Kronen, jetzt muss ich immer 2 ausgeben und ich kriege beim Verkauf auch ein bisschen mehr. Okay. Und auf der rechten Seite ist immer noch eine Spalte, wo noch irgendwie ein besonderer Effekt ist oder ein Event, das man machen kann. In dem Fall ist es, wenn du ein Holz in deinem Lager besitzt, also in deinem Warenlager besitzt, bekommst du dafür noch 2 Kronen oder 2 Mark. So wie man das sich hat, sowas was man haben will. Gilt aber immer nur für eine Ware. Also wenn man 2 Holz hat, bekommt man dann nicht 4. Ja? Und so kommt immer irgendwas Neues hinzu und der Geldkurs wechselt sich in der Regel fast jede Runde. Manchmal bleibt er auch ein bisschen stabil, aber in der Regel ändert er sich. Ist es geplant, dass hier immer unterschiedliche Sachen ausgelegt werden? Also sind da immer die gleichen B-Karten, immer die gleiche A-Karte oder kommt da Varianz rein? Genau, da kommt Varianz rein. Wir haben pro Buchstabe 6 verschiedene Karten. Die werden gemischt und zufällig ausgelegt. Also immer A, B, C, D, E. Der Beginn ist immer gleich und das Ende ist bis jetzt immer gleich. Alles klar. Ne? Ist gut, ja. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, das war fast alles. Sobald hier ein Event kommt, würde ich das nochmal beschreiben, während wir das spielen. Es gibt ganz viele unterschiedliche. Ja. Das ist der Startspielermarker. Das ist der Startspielermarker, genau. Das ist das Zeichen von dem Ochsenweg tatsächlich, auch das richtige Symbol dafür. Ist 2 Hörner, die sich kreuzen. Der Ochsenweg, das war jetzt diese Handelslinie. Ist das genau, der Ochsenweg verbindet halt Dänemark und Deutschland. Heutzutage nicht mehr als Handelsweg. Heute ist es nur noch ein Radfahrweg oder sowas oder für Wanderer. Aber damals war da ein ganz zentraler Handelsweg. Okay. Also frühen Mittelalter, noch spät ins Mittelalter hinein, war das ein Weg, wo die mit den Ochsen halt hin und her gefahren sind. Okay. Genau. Also alles wunderbar thematisch. Ne? Wir hoffen, es kommt rüber, ja. Ja. Genau. Und diese Orte gab es damals eben tatsächlich, die sind halt wirklich die Orte, die auch auf dem Ochsenweg lagen. Ne? Ja, ja, das ist okay. Und seit wann sitzt ihr jetzt dran an dem Spiel? Wir sind da jetzt tatsächlich noch nicht so lange. Also wir sind seit November ungefähr. Ah, okay. Also, noch nicht so lange. Sind aber halt auch zu zweit, ne? Wir können das gut aufteilen. Ja, das ist. Und ja. Genau. Schon mit Verlagen in Kontakt? Ja, wir hatten jetzt gerade ein Verlagsgespräch mit Lookout. Ja. Der hatte noch so ein paar Tipps gegeben, was man noch so verbessern könnte. Und dann mal gucken, vielleicht ergibt sich heute ja noch was. Ja. Wir haben jetzt ein paar Testspiele gemacht. Wir haben natürlich mit den Freundeskreisen immer ganz viel getestet. Aber jetzt ist halt die Chance, hier mal mit Leuten zu testen, die man sonst normalerweise nicht trifft. Ne? Einfach mal neue Eindrücke zu bekommen. Ja. Deswegen sind wir dankbar für jeden, der hier mal mit uns spielt. Das machen wir jetzt. Ja, das ist gut. Das machen wir jetzt. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Erklärung schon mal. Bitte. Und sag, wir spielen jetzt eine Runde und ich sag tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über so einen Daumen. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.